Willkommen zurück. Im Zuge dieses Videos wirst du lernen, wie man die Parameter a und c einer Exponentialfunktion ermitteln kann. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes findest du folgendes Beispiel. In diesem Beispiel sollen wir die Parameter a und c der Exponentialfunktion b von t ist gleich c mal a hoch t berechnen. Dazu haben wir zwei Informationen gegeben. Die erste Information ist, dass zum Zeitpunkt T0 250 Bakterien in der Petrischale sind. Und die zweite Information ist, dass sich alle 4 Stunden die Anzahl der Bakterien um 28% erhöht. Deine Aufgabe ist es nun, die Parameter A und C zu berechnen. Ein kleiner Hinweis dazu von mir, du musst Gleichungen für B von 0 und B von 4 aufstellen. Versuch zunächst das Beispiel alleine zu lösen und pausiere dazu das Video. Nach der Pause werden wir uns gemeinsam mit der Lösung des Beispiels beschäftigen. Gut, also unser Arbeitsauftrag ist es, die Parameter a und c zu berechnen. Wie im Hinweis schon erwähnt, müssen wir dafür die Gleichungen b von 0 und b von 4 aufstellen. Beginnen wir mit der Gleichung b von 0. In der Angabe steht, dass zum Zeitpunkt T0 250 Bakterien in der Petrischale sind. Das heißt, wir können schreiben, B von 0 ist gleich 250. Das Ganze können wir jetzt schreiben als C mal A hoch 0 ist gleich 250. Das heißt, wir haben in unsere Exponentialfunktion für das T 0 eingesetzt. Jetzt wissen wir bereits, dass jede Zahl hoch 0 immer 1 ergibt. Das heißt, hier steht, c ist gleich 250. Und damit haben wir unseren ersten Parameter, den Parameter c, schon gelöst. Nun stellen wir die Gleichung b von 4 auf. In der Angabe steht jetzt, dass alle 4 Stunden die Bakterienanzahl um 28% zunimmt. Das heißt, nach 4 Stunden haben wir die 250 Bakterien vom Anfang in der Petrischale und noch 28% zusätzlich. Das heißt, wir müssen die 250 mal 1,28 multiplizieren. Was hier jetzt steht ist, die Bakterienanzahl nach 4 Stunden, also b von 4, ist gleich 250 mal 1,28, also die 250 um 28% erhöht. Das Ganze können wir jetzt schreiben als c mal a hoch 4 ist gleich 250 mal 1,28. Aus unserer ersten Gleichung wissen wir bereits, dass c genau 250 ist. Das heißt, wenn wir jetzt beide Seiten der Gleichung durch 250 dividieren, dann fällt uns hier das 250 weg und hier fällt uns das c weg. Das heißt, übrig bleibt a hoch 4 ist gleich 1,28 und wenn wir jetzt die vierte Wurzel auf beiden Seiten ziehen, dann haben wir stehen, a ist gleich die vierte Wurzel aus 1,28. Das Ergebnis habe ich bereits vorbereitet und a ist circa 1,0636. Gut. Jetzt, da wir nun unsere Parameter a und c bestimmt haben, können wir jetzt unsere Funktionsgleichung hinschreiben. Das ist b von t ist gleich 250 mal 1,0636 hoch t. Nun sollen wir die Frage beantworten, um wie viel Prozent wächst die Bakterienanzahl pro Stunde? Und dazu betrachten wir nun die Stellen nach dem Komma von unserem Parameter, denn diese beschreiben genau den prozentuellen Zuwachs pro Stunde. Denn wenn du dir vorstellst, du setzt in t zum Beispiel den Wert 1 ein, dann hast du ja genau 250 mal 1,0636 multipliziert. Das heißt, du hast 250 um 6,36% erhöht. Und wenn du jetzt für t2 einsetzt, dann machst du diese Multiplikation zweimal. Das heißt, du hast 250 zuerst um 6,36% erhöht nach der ersten Stunde und dann
für die zweite Stunde wieder um 6,36% erhöht. Das heißt, die Antwort lautet, pro Stunde wächst die Bakterienanzahl um ca. 6,36%. Gut, nun sei noch angemerkt, dass man das Beispiel auch auf eine etwas schnellere Art lösen hätte können, aber sozusagen die Voraussetzung dafür ist ein bisschen, dass man diese Art von Beispielen schon gut kennt. Wenn man schon ein paar Beispiele dieser Art berechnet hat, dann kann man das sogar noch schneller lösen. Und zwar können wir direkt in die Exponentialfunktion einsetzen. Wir können also hinschreiben, b von t ist gleich 250, setzen wir jetzt direkt für c ein. Wie kommt man darauf, dass man jetzt 250 direkt für c einsetzt? Naja, wenn man schon so ein Beispiel öfter gerechnet hat und man liest dann, dass zum Zeitpunkt t0, also zum Zeitpunkt t ist gleich 0, sich 250 Bakterien in der Petrischale befinden, dann denkt man sich im Kopf sofort, okay, ich muss jetzt c mal a hoch 0 ist gleich 250 als Gleichung hinschreiben und das a spielt ja dann keine Rolle, weil a hoch 0 gleich 1 ist und deshalb bleibt mir nur c ist gleich 250 über. Das heißt, im Grunde löst man die ganze erste Zeile, die wir hier hingeschrieben haben, das macht man eigentlich alles im Kopf. Und somit kann man gleich beantworten, okay, c muss natürlich 250 sein, weil nur so kann, wenn ich in die Funktion 0 einsetze, auch 250 rauskommen. Und dann an der Stelle vom a setzen wir nun unseren prozentuellen Zuwachs von 28% ein. Das heißt, wir schreiben 1,28. Nun ist es aber so, dass wir jetzt nicht einfach hoch t schreiben dürfen, denn das würde ja bedeuten, dass wir jede Stunde die Bakterienanzahl um 28% erhöhen. Also ich schreibe es mal hin und erkläre es nochmal. Wenn ich jetzt das hinschreibe, dann bedeutet das, die Bakterienanzahl erhöht sich jede Stunde um 28%. Das wäre natürlich falsch, weil es soll sich nur alle 4 Stunden um 28% erhöhen. Ja, was können wir dann machen? Wir schreiben einfach anstatt t, t Viertel hin. Denn jetzt ist es so, wenn du dir vorstellst, dass du jetzt für t 4 einsetzt, dann bleibt genau 4 durch 4 stehen, also 1. Und dann haben wir genau das erreicht, dass sich alle 4 Stunden die Bakterienanzahl um 28% erhöht. Nun können wir den Ausdruck umschreiben auf 250 mal 1,28 hoch 1 Viertel mal t. Und das können wir anschreiben als 250 mal 1,28 hoch 1 Viertel hoch t. Das wissen wir alles bereits aus den Rechenregeln für Potenzen, die wir schon gelernt haben. Und jetzt das 1,28 hoch 1 Viertel ist ja genau die vierte Wurzel aus 1,28, also ungefähr die 1,0636, die wir schon berechnet haben. Das heißt, wir können unsere Exponentialfunktion hinschreiben als 250 mal 1,0636 hoch t. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt Exponentialfunktionen weiter.